Wie nachhaltig leben Sie? Ich versuche, meinen Part so gut wie möglich zu erfüllen. Das ist natürlich gar nicht so einfach. Auch ich fahre leider noch Auto und auch kurze Strecken immer mal wieder. Aber man fängt so mit Kleinigkeiten an. Ich habe zum Beispiel einen kleinen Kaffeebecher, den ich mir mitnehme, wenn ich ins Café gehe, um den aufzufüllen. Es ist, ob es der Ökostrom ist irgendwie. Ich habe jetzt gerade ein Fahrrad gekauft, um mehr mit dem Fahrrad aufzufahren. Also es gibt so Kleinigkeiten, mit denen ich anfange. Und ich versuche zum Beispiel auch Produkte, also Essen aus der Umgebung irgendwie einzukaufen und die dann zu nutzen, dass die nicht so eine weite Anreise haben. Also es sind Kleinigkeiten, aber Step by Step. Es geht ja natürlich auch um unsere Zukunft, unser aller Zukunft. Wie stellen Sie sich persönlich Ihre Zukunft vor? Ach, das ist ganz spannend. Ich weiß, ich bin gar kein Mensch, der so weit in die Zukunft immer schaut, um zu sehen, wo es so hingeht und sich so einen 10-Jahres-Plan zum Beispiel macht. Ich lasse alles so auf mich zukommen. Also ich bin da immer relativ entspannt, was das Ganze angeht. Ich würde mir allgemein für die Zukunft mehr Empathie wünschen bei den Menschen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass nicht jeder immer nur auf sich guckt, weil so kommen wir, glaube ich, keinen Schritt weiter, sondern es muss ums große Ganze gehen und deswegen ist ein bisschen Empathie da ganz, ganz gut. Die Damenwelt fragt sich ja bei Ihnen, wie kann man Ihr Herz erobern? Die ganzen Fans wollen. Das wüsste ich auch ganz gerne. Ja, ich lasse es hier heute wissen, Sie können mich gerne den ganzen Tag mit der Kamera begleiten und dann werden wir zusammen auf Frauensuche gehen. Wie muss denn eine sein, dass Sie so sagen, ja? Das weiß ich nicht. Ich glaube, das ergibt sich von ganz alleine irgendwie. Entweder es funkt oder es funkt nicht. Ich habe jetzt keine Anhaltspunkte. Naja.